Du hast nur eine Stresssituation, hast du gezeigt, was du drauf hast. Es sind 3 Jahre vergangen, immer noch reden Frauen davon und die Sch*** wird nass, wenn die daran denken, dass du dem Typ in die Fresse gehauen hast und deshalb wollen die mit dir schlafen. Der okay, Zufall war, am nächsten Tag komme ich in ein Musikstudio von meinem Sohn, da sitzt der Typ mit so einem blauen Auge. Im Endeffekt, wenn es darum geht, ist der primitive Alpha-Tier doch wieder der alle. Alle Frauen sagen, nein, so ein Jonas Bietstein, ein, der schon 10 und meine Freundin ge*** hat, kein Interesse. Und in irgendeinem schwachen Moment fingern sich trotzdem auch wieder bitte und denken, hör mal, was bin ich für eine blöde Kuh? Warum mache ich das? Jonas über ich antwortet das, darauf. Das Lustige daran ist, ich habe genau das Gleiche gedacht, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Nee. Ja. Ich liebe diese Ehrlichkeit. Noch so damals in der Tierforschung war das ja so, dass sie gedacht haben, oh, wir haben es herausgefunden, wir haben Wölfe im Zoo beobachtet zum Beispiel, daher kommt auch dieses Alpha-Beta, dieser Alpha-Wolf, ne? Ist so der erste definierte Alpha. Wir haben Wölfe im Zoo beobachtet und da ist ganz klar, das ist der Alpha-Wolf, der Beta-Wolf, Omega-Wolf. So. Jahrelang das festgeschrieben, in Büchern festgehalten, bla bla bla. Irgendwann mal rausgegangen in die freie Natur, ja, man hat nichts. Und jetzt, nix was davon, heißt nichts? Nichts ne? Nix davon. Nur wovon? Von diesen Alpha-Strukturen. Nur in Gefahren- und Stresssituationen. Das ist keine Grundzustand, das ist ein Stressmuster. Wir Menschen sind einfach nur so stark in diesen hierarchischen Strukturen perpetuiert, weil wir einfach die ganze Zeit gestresst sind. Aber die Stressmuster entscheiden ja über Leben und Tod. Und wenn einer dir dein Leben rettet, wird er automatisch höher kommen. Wenn er das durch ich kann es ja einmal machen. Ich kann es durch Intelligenz machen oder durch Stärke oder durch Kraft. Aber warum muss man Leben retten? Es geht auch, uns geht auch gut. Nein, eben, du hast auch vom Tierreich und von den Wölfen geredet. Wenn du sagst ja, nur in Stresssituationen. Stresssituationen genau. Heißt, der Tribe wird angegriffen oder die Gruppe wird angegriffen. Dann ist das und so. Der Anpassungs- und Beste hat die Gruppe gerettet oder einige Tiere. Dann wird er automatisch aufsteigen oder wird halt der Überlebende sein. Aber nicht nachdem die Bedrohung vorbei ist, gehen die wieder alle zurück auf ihre normalen absolut. Plätze. Aber was bleibt denn? Wir machen ein einfaches Fallbeispiel. Ja. Wir nehmen die also jetzt hast du dich gerade selbst geschlagen mit deiner eigenen Waffe. Ich sag dir warum. Ganz einfaches Beispiel. Ja. Fallbeispiel aus Jonas Bietsteins Leben. Keine Anzeige machen. Ganz einfach. Bachata Group, 90% Studenten, alle lieb und nett, maximale Pazifisten, die sich selten trauen, einer Frau die Wahrheit ins Gesicht zu sagen, geschweige denn einem Mann, der sie irgendwie bedroht, in die Fresse zu hauen. Ganz klare Sache. Also da sprichst du von dann Jonas. Dann kommt sozusagen Jonas Bielstein. Das heißt, in der Bachata Gruppe kommen einige leicht angetrunkene Männer öfter mal vorbei und sehen diese sehr femininen Männer, die dann tanzen und da, die keine Gefahr ausstrahlen, weil sie wissen, das sind Tänzer. Man sagt in der Regel, Tänzer sind jetzt nicht so die sexuell aktivsten, sondern die investieren halt ihre Zeit in Tanzen. Das ist sehr ironisch. Genau. Ja. Auf jeden Fall haben sich dann einige der jungen Männer rausgenommen und machen das auch gerne, die Gruppe zu provozieren, weil da ja immer hübsche Frauen sind und so und haben gedacht, komm mal, wir zeigen den Jungs jetzt mal, wo der Hammer hängt, ja, und stören einfach mal denen ihre Veranstaltung. Da haben die aber nicht so, auch aufgrund des Alkohols, genau hingeguckt und gedacht, da ist einer, der ist halt nicht wie die anderen, ja, der hat mal gar kein Problem damit und dann war der so leicht und dann haben die da ihre Musik gemacht und das ging dem Jonas Bietstein auf den Sack, den anderen noch mehr, aber da hätte sich keiner auch ansatzweise nur getraut, irgendwas zu sagen. Weißt du, die machen dann einfach Ignoranz und natürlich stehen die Frauen dann auf einen, der den ganzen, natürlich wünschen die Frauen sich einen, der dann sagt, hört mal Jungs, verpisst euch jetzt mal hier, das ist unsere Veranstaltung, geht uns nicht auf den Sack. So, es gibt manchmal Frauen, die dann, denen das so nervt und die gehen dann dahin, aber da unterstützt sie auch kein Mann. Wie gesagt, in dem Fall kamen da ein paar Jungs und der Jonas sagt einmal, liebe und nett, hör mal Jungs, verpisst euch mal hier. Und die sagen immer, was willst du denn, du Lutscher? Und dann gibt's so eine brutale Schlägerei. Der Witz ist, der hat den Typ auseinandergenommen vom Feinsten. Der hat sich auch gut gewehrt. Also der Junge hatte schon Mut. 2-3 Mal ein paar Fresse und ist immer wieder angekommen. War der gut, Jonas? Das war wirklich, also dafür, dass das auch so ein junger Typ war. Ich meine, der hat Eier gehabt. Der hat echt Eier gehabt. Der okay. Zufall war, am nächsten Tag komme ich in ein Musikstudio von meinem Sohn, da sitzt der Typ mit so einem blauen Auge. Das ist ein Allergeist. Und da sagt er immer, mein Sohn, Papa und so, aber weißt du nicht, was passiert ist und so. Übrigens beim Bachata, da ist er hingegangen, hatte ich sag, was hast du? Willst du mich verarschen oder was? Dann denke ich immer, das kann doch nur einer gewesen sein, der den da in die Fresse eingehauen hat. Da war das natürlich Jonas Bielstein, der den Freund von meinem Sohn da. Gut, aber jetzt, schöne Geschichte. Aber ich möchte dir eins sagen, warte, jetzt Geschichte. Kommt ja die Pointe des Ganzen. Pointe er hat ja gerade gesagt, nur in Notsituationen. Das stimmt, in 90% der Situation wählen die den Jonas, weil er das Potenzial hat, die Gruppe zu beschützen. Warum wählen denn von 50 Männern, die da sind, schlafen 40, 50 Männer, 50 Frauen.
45 von den Frauen schlafen nur mit Jonas Bielstein, wissen das auch untereinander, wechseln sich ab und haben stillschweigendes bis heute offensichtlich. Genau. Die wissen das alle und sagen, wir teilen uns alle lieber den Jonas als mit den anderen netten 45 Männern, die sich so viel Mühe geben und uns Essen ausführen und liebe Worte sagen und wie hübsch du doch bist. Trotzdem will dir den Jonas Bielstein, der gar nichts sagt. Wie gestern auf der Treppe kommen drei Mädchen und fragen ihn gleichzeitig, hat er die freie Auswahl. Die anderen sitzen da wie doof und denken, warum kann der Jonas alle haben und ich keinen? Jetzt zu deiner Hierarchie, es gibt sowas nicht. Das habe ich niemals gesagt. Ich habe nur gesagt, ich bin da noch nicht fertig, jeder weiß ja. Du hast ja gesagt, nur in Stresssituationen. Du hast nur eine Stresssituation, hast du gezeigt, was du drauf hast. Es sind 3 Jahre vergangen, immer noch reden Frauen davon und die Muschi wird nass, wenn die daran denken, dass du dem Typ in die Fresse gehauen hast und deshalb wollen die mit dir schlafen. Das heißt, eine Gefahrensituation reicht aus, um nachhaltig oder das Potenzial in der Hierarchie aufzusteigen und dass du eindeutig in der Hierarchie ganz oben bist. Gut. Darüber brauchen wir nicht reden. Nicht aufgrund deiner Intelligenz oder deines Aussehens, nur natürlich. Okay. Selbstverständlich. Ja, mit deines großen Penises. Nur das kann auch noch was. Sind das spricht sich auch um mit deinem Penis, muss man sagen. Nur sind wir natürlich jetzt wieder, und das hast du jetzt dann geschickt weggeholt von der Natur bei Menschen. Na, also ich sage, das ist nichts Natürliches, sondern es ist etwas Menschliches, das ist mehr oder weniger Pathologisches. Das, was unsere menschliche Natur mittlerweile ausmacht, sind diese permanent aktiven Stressmuster. Deswegen ist das auch, wenn man die Situation vorbei ist, nach wie vor Stress, der da wirkt. Dass diese Hierarchie überhaupt bestehen bleibt, nachdem die Stresssituation vorbei ist. Das liegt daran, dass die Menschen permanent in irgendeinem Stress drumhängen. Also du willst sagen, bei den Tieren wäre das nicht so? Nicht der Fall. Weißt du das? Wo hast du die Expertise? Also wenn ich Biologen mir anschaue, die jahrelang, 40 Jahre lang Tiere im Dschungel beobachtet haben, die sagen genau das Gegenteil. Nämlich genau das, was auch bei dir ist. Denn so weit im Verhältnis zur Existenz von Lebewesen sind wir noch gar nicht weg, wo das immer noch so war und wo dort auch der potenziell stärkste, warum auch immer, stark mental, stark durch Mut, stark nicht mal, weil er Kraft von Natur aus hat, sondern weil er sich Fähigkeiten angeeignet hat, die anderen zu besiegen oder zu beschützen oder Fütter für die Gruppe zu suchen, der war in der Hierarchie immer hoch. Aber wir können ja Neutrale mal fragen, hier Ben, wie siehst du das Ganze? Den Bürgerlichen. Ich mach mal ganz kurz. Ja, mach mal ganz kurz. Zu Ende. Also nochmal, ne, das ist von der Natur her aus und das ist wirklich, ne, der Wissenschaft in Anführungsstrichen, die das so belegt, ne, die steht natürlich auch sehr, sehr stark im Dienste dessen, Wissenschaft ist mittlerweile eine gekaufte Kunst sozusagen, also dass die Studien werden beauftragt von und dem auch die Ergebnisse liefern, die das sind, aber nichtsdestotrotz wirst du, wenn du mit Tieren zusammen bist, nicht merken, oh scheiße, hier sind alle geil auf denen. Das ist ein freies Kopulieren, ein freies Austauschen in den Tieren. Keiner schickt da irgendeinen anderen mal kurz ein Wasser holen, weil er gerade der Baba ist. Das macht keinen Sinn. Aber Ben, warum? Woher nimmst du die Expertise? So, hast du keine Tiereforschung betrieben? Ich habe mir auf jeden Fall auch die Gegenstudien ausgelesen, doch. Und ich habe natürlich auch Tiere beobachtet, selbstverständlich. So, ich bin ja viel im Wald, wie du ja weißt. Von daher, ne, selten spürst du da irgendeine Form von Hierarchie gerade aktiv. Es sei denn, da kommen dann Leute wie ich dahin. Aber zum Beispiel, ich erzähle dir mal was. Zum Beispiel kam ich da in Israel, war ich in der Wüste. Und bin durch die Wüste gelaufen, irgendwann so am Rückweg. Und komme dahin, da ist so eine riesen Ziegenherde. So eine wilde Ziegenherde halt, ne, so von 30, 40 Tieren. Als ich da gekommen bin, die waren so, what the fuck ist das denn, wer ist der Typ? Hör mal, da war eine Struktur wie in der Ritterzeit, wo das ganz klar war, da sind die Babas, die Alphas, da sind die Frauen dahinter, dahinter sind die Kinder. So. Als sie irgendwann mal verstanden haben, okay, ich laufe mit denen, hat eine Stunde hinterher gelaufen da. Als ich irgendwann keine Bedrohung mehr war, da wusstest du nicht mehr, wo oben und unten ist, wo wer links und rechts ist. So, da war nichts mehr von irgendwas. Das heißt, aber da ist ja eine Bedrohung. Und warum hast du gesagt, dass... als sich die Bedrohung aufgelöst hat, hat sich auch diese hierarchische Struktur aufgelöst. Das will ich damit. Die Struktur war nicht mehr aktiv, nicht mehr erkennbar. Da war nicht mehr irgendwer... Für dich nicht erkennbar, aber du bist ja kein Schaf. Ja, aber trotzdem hat sich, was sich ja erkennbar verändert hat, war die Struktur. Also die Struktur hat sich ja für mich auch erkennbar verändert, als ich gekommen bin. Und danach hat sie sich auch wieder erkennbar verändert, als ich gegangen, als ich nicht mehr Bedrohung wahrgenommen habe. Ja, aber selbst wenn das so wäre, das habe ich ja gar nicht in Abrede gestellt, sondern du hast ja gesagt, es ist nur menschlich, dass es Stresssituationen gibt, das auslöst. Und bei Tieren würde das nicht erst auslösen. Nein, nicht auslösen. Ich habe gesagt, die entspannen sich wieder. Ja, aber wir auch. Nein, was für entspannt. Das ist immer noch so, wer könnte mich beschützen, wenn irgendwas ist? Oh, ich brauche mehr Sicherheit. Also ich bin so unentspannt. Sagen, dass in der alle feministischen sind, Gesellschaft, in der wir hier leben, dass dort, wo wir doch eindeutig einen körperlichen Vorteil haben, dass sich das irgendwo noch im alltäglichen Leben widerspiegelt im Verhalten der Frau. Ich würde sagen, dass diese Angst, die wir hier
die ganze Zeit so als Grundlage des Gesellschafts ist, das ist, was hier alles, was Erfolg und Sicherheit, immer die Leute häufen Sachen an, die wirklich kein Mensch brauchen, aber was um Gottes Willen, wenn irgendwann mal wieder die nächste Krise kommt, wir alle haben Angst davor, dass es irgendwann zum nächsten Stress kommt. Keiner sagt, ey, ganz ehrlich, wenn der nächste Stress kommt, komme ich damit schon klar, alles so, boah, ich muss mich echt vorbereiten, deswegen kann ich jetzt nicht mich frei entfalten, kann jetzt nicht meine Sachen in die Welt zurückgeben und einfach darauf hoffen, dass wenn Stress kommt, darauf vertrauen, dass wenn Stress kommt, ich damit umgehen kann. Alle haben unnormal Angst die ganze Zeit und deswegen so, ey, let's get ready, wir bleiben also die ganze Zeit. Du meinst, das wird bei Menschen halt nochmal verstärkt, ein Problemlöser unten. Die ganze Zeit, das ist, wir haben uns einmal erschreckt und nie wieder entspannt. Also okay, aber dann gibt es ja bei Menschen trotzdem die Struktur. Bei Menschen gibt es die 1:1 definitiv. Nur und bei Tieren auch, nur weniger. Das ist dein also Problem. Gibt es jetzt bei aber die Hierarchien sowohl bei Menschen als auch Tieren bestehen doch weiter außerhalb der Stresssituation, weil die Formation, in der deine Schafe oder Ziegen gehen, ist beim ersten Mal die gleiche wie 2 Tage später, weil die Hierarchie nach wie vor besteht. Und die Hierarchie ist für, glaube ich, ich bin ja kein Biologe, aber für Verteidigung wichtig, aber vor allem für Fortpflanzung. Wer wählt denn aus, wer hier welche Ziege bumsen darf? Sogar natürlich. Ja. Das ist ja dämliche Frage. Das ist doch klar. Weil das scheint ja auch evolutionsbiologisch vernünftig zu sein, dass ich als Weibchen im weitesten Sinne mir Gene hole, die gut sind. Dementsprechend will ich ja, hat man hier mal im Podcast gesagt, oder, ne? Alpha-Gene haben, also rein rational, wenn ich evolutionär... Das weiß der Biologie. Jonas doch von sich selbst. Jonas, du kennst den Jonas doch vor 2, 3, du hast doch die Entwicklung gesehen, wie der gemacht hat. Der ist doch eine raketenmäßig nach oben gegangen, das, doch nicht ohne Grund. Ich verstehe das von der Perspektive und natürlich ist es ein Coping-Mechanismus, dem was ist. Ich sage nicht, dass ich mich da jetzt irgendwie gegenstelle oder zurück zur Natur will oder so ein Quatsch, darauf ich nicht hinaus. Ich will nur sagen, dass diese Überbewertung von diesem Alpha und Erfolg und was auch immer es da für Möglichkeiten gibt, in der Hierarchie aufzusteigen, dass die prinzipiell etwas Pathologisches ist. Also es ist ein Stressmuster. Es hat nichts mit dem freien Leben zu tun. So, jetzt, bumm. Jetzt kann ich mal ganz kurz zurückgreifen auf die, was gibt ja, genau. Das? Genau. Ne? dieses Stressmuster, dieses ne, sadomasochistische, auf dem unsere, ne? Das heißt, was ich mit meiner Hierarchie ist im Prinzip eine unendliche Kette von SM, SM, SM. Es gibt immer einen, der ist drüber, einen, der ist drunter, wie in so einer Kette. Der Hierarchie, das hört ja nie wirklich auf. Du, egal wie krass du bist, ist immer einen, der ist krasser. Egal wie behindert du bist immer ein, der weiter unter dir ist. Ne? Geht immer so weiter. Und diese Muster mal wirklich in der Reinform zu erleben, bei sich selbst und bei dem Gegenüber, das hat eine unglaublich befreiende Wirkung. Ich bin Ben und du hast gerade einen Ausschnitt aus meinem Podcast Ungeskriptet gesehen. Du hast schon gemerkt, das ist nichts für Jammerlappen. Hier an meinen Tisch kommen regelmäßig außergewöhnliche Menschen hin, die Ecken und Kanten haben. Ich spreche mit den Menschen, um die zu verstehen und etwas von ihnen zu lernen. Ich bin selbst mehrfacher Unternehmer, ich bin Kampfsportler, ich habe 2 Töchter, habe im Leben also ein bisschen was gesehen und möchte gerne ein authentisches, echtes, rohes Gespräch mit denen führen, so wie ich das führen würde, auch wenn keine Kameras dabei wären. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, die Menschen, die ich hier treffe, zu verstehen und von denen zu lernen. Das Ganze ist roh, ungeschnitten, unzensiert und ich reibe mich auch gerne an den Thesen meines Gegenübers. Es gibt viel zu lernen, eine ganze Menge Unterhaltung und ich würde mich freuen, wenn du mich und uns supportest. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da. Ich freue mich aufs nächste Mal.